Hallo Horrorfreaks und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video gehört zu einer ganz neuen Rubrik auf meinem Kanal. Einer Rubrik, wo ich sage, dass diese Rubrik auf jeden Fall auf diesen Kanal gehört. Und ich habe insgesamt 6 Wochen an dieser Rubrik gearbeitet, weil ich nicht wusste, über was soll ich berichten oder was soll ich denn machen. Diese Rubrik gehört nicht zur Reihe Creepy, sondern das ist eine eigene Reihe. Und ich würde einfach sagen, herzlich willkommen zur ersten Folge in der neuen Rubrik Horrorfilme, die man gesehen haben muss. Der erste Horrorfilm, um den es sich handelt in dieser Folge, ist ein, ja, Horrorfilm, der von einer ziemlichen Low-Budget-Produktion ist. Dieser Film ist von 2009 und heißt Paranormal Keller. Dies ist nämlich ein Film aus Schweden, also es ist eine schwedische Produktion. Und wie ich schon sagte, es ist Low-Budget. Also, ihr wisst ja, was Low-Budget bedeutet. Wurde einfach produziert, für wenig Geld, sagen wir es mal so. Und das ist auf jeden Fall auch zu merken. Diesen Film könnt ihr euch zum Beispiel kostenlos auf Willow TV anschauen. Sowohl als bei der Seite, als auch auf YouTube. Ich berichte ein bisschen von meinen Erfahrungen, die ich während dieses Filmes gespürt habe. Und dann erzähle ich euch so knapp, worum es geht. Um euch natürlich nicht allzu viel zu verraten, falls ihr den noch sehen wollt. Also ich persönlich finde, dass dieser Film, auch wenn es eine Low-Budget-Produktion ist und man das an der Qualität merkt und man sieht es einfach von der Kamera her und so, trotzdem finde ich diesen Film verdammt creepy, denn die Atmosphäre ist ziemlich dark und man merkt, dass der Film ein bisschen mit der Psyche spielt. Und gleichzeitig finde ich auch, dass dieser Film, zumindest in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Ländern aussieht, trotzdem viel Aufmerksamkeit verdient hätte. Denn die Schauspieler spielen eine echt gute Rolle, muss man sagen. Und es sind unbekannte Schauspieler, ich weiß nicht, ob die in Schweden bekannt sind. Aber, ich weiß nicht, diese ganze Atmosphäre, das killt. Das Ende des Filmes, das Ende ist sehr verwirrend. Ich musste mir tatsächlich nach 5-mal angucken, ich habe den Film nämlich sehr, sehr oft gesehen, wusste ich immer noch gar nicht, was ist das für ein Ende, bis ich es mir durchgelesen habe. Denn es ist so ein bisschen so ein Klischee-Ende. Weil, ich sag's mal so, am Ende des Films wird ermittelt. Die Hauptfigur, um die es geht, landet dann in der Psychiatrie, weil man denkt, sie hätte, also diese Hauptfigur hätte die ganzen Freunde ermordet und was weiß ich was. Und das ist eigentlich gar nicht so gewesen. Und daher ist er in der Psychiatrie. Das wird alles von der Polizei untersucht. Er wird entlassen, erkundigt diesen Ort nochmal selbst und stellt dann auch für sich fest, dass das alles nicht in der Fantasie gespielt hat, sondern Realität war. Gruselige Realität. Jetzt fragt ihr euch natürlich, worum geht es in dem Film? Und das erkläre ich euch ganz knapp, weil ich will ja nicht alles hier spoilern. Es geht ungefähr um 4 Freunde, die in Schweden in den Urlaub fahren, um sich ein bisschen zu entspannen. Ihr müsst wissen, diese 4 Leute sind Kunststudenten und die haben sich für ein Wochenende ein Ferienhaus ganz abgelegen irgendwo in Schweden gebucht, um dort ihren Urlaub zu machen. Allerdings wollen die Freunde nicht nur entspannen, Party machen und sich ausruhen, sondern auch an ihrem neuesten Projekt arbeiten und das alles in völliger Ruhe. Allerdings bleibt diese Ruhe nicht von langer Dauer, sondern diese Personen werden nämlich von schrecklichen Visionen geplagt. Der eine, hat diese Vision, wie ich schon sagte, der eine hat Vision, die Freunde umzubringen oder
Schrecklicheres. Und ihr müsst wissen, einer dieser Freunde hatte schon mal psychische Probleme und war deswegen in einer Psychiatrie. Und das alles, also diese Atmosphäre, das ist sehr unangenehm, diesen Film überhaupt zu schauen. So von Anfang bis zum Ende. Irgendwann fragen sie sich, ob es wirklich Visionen sind oder Realität. Sie denken, das Haus ist verflucht und gehen diesen Dingen auf die Jagd, aber dies kann sehr tödlich enden. Unten verborgen gibt es einen Keller. In diesem Keller gibt es eine Tür, die verbarrikadiert war. Diese brechen die Freunde auf. Und dann? Dann wird es total crazy. Ich werde den Film unten in der Beschreibung verlinken, so dass ihr euch den anschauen könnt. Kostenlos. Aber wie gesagt, die Qualität ist halt low budget. Also erwartet nicht zu viel, aber trotzdem, nur weil es Low-Budget, natürlich. Nur weil es eine Low-Budget-Produktion ist, heißt es nicht, dass der Film schlecht ist. Oh nein, im kompletten Gegenteil. Erinnert euch an den ersten Halloween-Film aus den 70er Jahren. Dieser war auch eine Low-Budget-Produktion. Genau wie Paranormal Keller. Und er ist durch die Decke gegangen. Leider hat Paranormal Keller nicht die gewünschte Aufmerksamkeit bekommen. Und das finde ich sehr schade, denn ich finde, es ist ein verdammt guter Film. Wie gesagt, unten in meiner Videobeschreibung könnt ihr den Film auschecken, kostenlos anschauen und ich persönlich finde, ihr werdet es nicht bereuen, aber bildet euch eure Meinung selber. Ich wollte tatsächlich eigentlich auch noch so kleine Clips einblenden von dem Film, aber dafür habe ich natürlich nicht die Urheberrechtsgründe bekommen. Deswegen habe ich euch einfach mal ein paar Screenshots reingeballert, während ich hier laber. Und da seht ihr schon, dass die Qualität halt schon ziemlich lau ist. Also, trotzdem würde ich euch den empfehlen und wünsche euch viel Spaß, Paranormal Keller zu gucken. Und in dem Sinne, meine Lieben, hoffe ich, dass euch die erste Folge gefallen hat. Ihr müsst wissen, hier werden natürlich auch Filme gezeigt, die bekannter sind. Und natürlich auch Filme, die so gut wie keine Sau kennt. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Haut rein, macht was draus und wir sehen uns demnächst zu einem neuen Video. Ciao, Leute.